Hallihallo, heute mal Magnettest. Einmal, so wie er jetzt eingepackt ist, ne? Guckt, in Metall. Und einmal werde ich den umbauen. Und zwar kriegt er den Sicherheitsgurte umgelegt. Ich will mal gucken, ob er jetzt mit den Metallkasten oder einfach nur mit den Gurten mehr Kraft hat und wie viel Kraft er vor allen Dingen hat. Wir haben jetzt diesen Magneten hier aufgebaut. Ihr habt in meinen anderen Videos ja sicher gesehen, aus was der besteht. Der besteht aus 4 8x8 x 1 cm und aus 3 10 x 10 x 1/2 cm. Wir werden jetzt erstmal testen, was das Ding für eine Zugkraft hat. Jetzt habe ich auch tatsächlich ein Stativ, weil das beim letzten Mal so ein bisschen behindert war. Wir haben das Ding jetzt auf Null hier geeicht. Ich gehe mal ein bisschen zurück, zoome euch das mal ein bisschen ran. Ja, wir müssen noch ein Stück zurück. Und jetzt könnt ihr das sehen, ist auf Null geeicht, das Teil. Jetzt werde ich den mit dem Spanngurt spannen und hoffe, dass wir den bis an seine Grenze kriegen. So, jetzt haben wir, seht ihr das? Jetzt haben wir 30 Kilo. Jetzt sind wir bei 60 Kilo. Jetzt sind wir bei 95 Kilo. Jetzt sind wir bei 135 Kilo. Jetzt sind wir bei 155 Kilo und so, Magnet löst, langsam löst er sich. Ach, ich muss mir jetzt Handschuhe anziehen. Wartet ab. Handschuhe sind am Start. Schöne Winterhandschuhe, wasserfest. Fürs nächste Mal Magnetfischen natürlich. Und hier wieder, wir waren jetzt bei fast 160 Kilo. Ich den Magnet ein bisschen mehr strapazieren hier. 170 Kilo. Wie man zieht ja schon mal mehr wie mein Alter. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, müssen wir das andere Video angucken. Leute, 190 Kilo. Und seht ihr, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der Magnet löst sich. Bei 190 Kilo ist der Magnet ab. 190 Kilo, ein bisschen dran rütteln, also vielleicht 195 Kilo, das war's. So, jetzt kommt gleich der nächste dran. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen. So, da sind wir mit dem nächsten Test. Zugtest heute, einmal verpackte Magneten, einmal nicht verpackte Magneten. Und zwar ist das hier unser Prototyp. Das ist ein runder unten, der hat einen Durchmesser von 10 und einen halben Zentimeter. Und zwei 10x10 mal 1 cm und zwei 5x5 in 2 cm Quader. So ist der quasi verbaut. Guckt mal in anderen Videos, da seht ihr ganz genau, was das ist. Wir haben hier jetzt eine kleine Vorspannung drauf. Das habe ich eben gerade festgestellt, dass das besser ist mit einer Vorspannung. Jetzt haben wir hier eine Vorspannung von 7-8 Kilo. Ich hoffe, dass ihr wieder alles seht. Ich richte eben hier das Stativ aus und werde eben es anfangen zu spannen jetzt. Die nächste Konstruktion, die wir gleich testen, wird hiermit passieren. Sicherheitsgurte habe ich mir geholt, jede Menge. Damit werde ich eine Konstruktion bauen, wo ich glaube, dass die mehr Haftkraft hat, als wie jetzt die mit den eingepackten. Klar hat man dann wieder das Risiko, dass die Dinger platzen, aber es geht nichts über Kraft. Deswegen, jetzt zeige ich euch, was das Ding hier bringt. Das ist quasi der Prototyp, wesentlich kleiner wie der andere eben. Also wirklich wesentlich kleiner, wesentlich weniger Magneten dran. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der so wirklich... Ah, er fängt schon an zu schwächeln. Oh, der rutscht schon weg. Seht ihr das noch? Wir sind jetzt bei 70 Kilo. 70 Kilo. Ah, komm, guck mal, ich gehe mal einen Moment wieder zurück hier. Ich will ja, dass ihr das alles vernünftig mitkriegt. 70 Kilo haben wir jetzt. Das ist echt ein Witz. Magnet fängt an, sich zu lösen langsam.
Andere hat eben gerade fast 200 Kilo geschafft. 195. Zack. 110 Kilo hatten wir bei dem jetzt hier. Ihr könnt euch das jetzt auch nochmal auf Slow Motion angucken. 110 Kilo hatten wir jetzt hier bei dem. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte so eher so an 80 gedacht, vielleicht maximal 90. 110 ist doch ganz schön prall. Also ist gar nicht schlecht. Wie gesagt, ich werde die Magneten alle nochmal wieder umbauen und umkonstruieren. Und zwar diesmal mit Sicherheitsgurten. Seid gespannt, was daraus wird. Den Umbau zeige ich euch natürlich auch gleich. Und gleich danach zeige ich euch den Test, was die Magneten bringen. Mit nur mit den Sicherheitsgurten quasi dran. Ich glaube, dass das mehr, also dass sie mehr Dampf haben, sind natürlich dann nicht mehr so schön geschützt. Aber ausprobieren will ich es auf jeden Fall. Und ja, seid gespannt. Der Umbau geht gleich los. So, das ist der Prototyp und zwar mit dem runden Magneten von unten dran. Hier. Durch die breiten Gurte müsste der eigentlich genug gesichert sein, damit er nicht rausflutscht. Die werde ich jetzt hier so zusammenlegen. Dann werde ich die noch einmal in sich drehen, die Gurte. Wenn die in sich gedreht sind, dann werde ich die mit den Seilschellen hier, die, oder wie heißen die Dinger hier? Auf jeden Fall sind die extra dafür da, um Seile miteinander zu verbinden. Werde ich die dann miteinander verbinden und zusammenschrauben. Und schlauerweise werde ich dann auch gleich noch den Haken, sprich das Seil, damit irgendwie unterbringen. Oder? Mal schauen, zeige ich euch gleich, was ich mir dazu überlegt habe. So, jetzt habe ich die in den Sicherheitsgurt eingewickelt, den Magneten, oder die Magneten. Haben wir unten jetzt quasi so ein Kreuz hier. Das werde ich jetzt gleich noch alles hier miteinander verbinden und straffen. Mit einem anderen Spanngurt. Hier oben habe ich diese Seilschellen hingemacht. Hier. Gucken wir hier. Und die werde ich jetzt anziehen. Die Seilschellen. Werde natürlich quasi vorher, also während ich die anziehe, werde ich die jetzt auf Spannung halten hier. Damit da nicht so viel rausrutscht. Und hier nach oben hin werde ich das dann wieder so machen, wie immer, hier den Schäkel wahrscheinlich durch und dann das Band dran. Das Seil dran natürlich, kein Band. Wir werden es gleich sehen, wartet ab. Ja, mit dem Runden klappt das schon mal nicht, das kann man vergessen. Den werde ich gleich wieder in Metall einpacken und dann werde ich die Gurte darum zumachen. Weil, guck mal hier, auch wenn es stramm ist, hier ist jetzt stramm, also hier ist jetzt stramm, seht ihr das? Hier ist locker ein bisschen, aber trotzdem, das rutscht hier überweg quasi und schwupp ist er weg. Dafür müsste man den Runden da wieder wegmachen und den kriegt man da nicht wieder von ab. Also die haben sich verheiratet und die wollen nie wieder auseinander. Deswegen werde ich jetzt da die Blechschachtel wieder umzumachen und werde das dann einpacken, weil gebrauchen kann ich das Ding auf jeden Fall. Und werde das mit den anderen eckigen machen, da wird es nämlich hundertprozentig funktionieren. Aber wartet ab, geht gleich weiter. So, guckt es euch an. Richtig fette Megaschellen. Aber ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar will ich den anderen Magneten ganz anders mal befestigen. Und zwar mit Lochband. Also das Gurt und das Loch, der Lochband-Tipp kam von euch. Will ich auf jeden Fall eben ausprobieren. Und den Zugtest mache ich natürlich dann auch. Hier ist das echt, dadurch, dass man das Ding ja, quasi dreht, sind diese kleinen Schellen, die schön leicht gewesen wären, leider nicht dafür geeignet. Also muss man so fette Dinger daran bauen. Also habe ich mir bei dem anderen Magneten gedacht, bevor ich da so einen fetten Scheiß umzumache, wäre ich jetzt lieber die Geschichte hier vernünftig fixieren. Zeige ich euch natürlich, wenn ich fertig bin. Das dauert alles so lange sonst. Und dann werde ich hiermit quasi wieder mit meinem Prototypen auch wieder Prototyp Fischen machen. Und ausprobieren, wie die Schellen halten und wie das alles soweit funktioniert. So, fertig das Teil. Also ich finde das jetzt schon ungünstig und auch zu schwer durch diese fetten Schellen.
Testen wir es trotzdem. Oder? Nö, das teste ich nicht. Das ist einfach zu schwer. Dadurch, dass wir das ja schon getestet haben mit dem Blech, was das Ding zieht, 110 Kilo schafft das. Nee, das mache ich nicht. Ich werde hier auch mal mit dem Lochband das austesten jetzt. Und werde dann ausprobieren, wie das aussieht und wie viel Gewicht das hat. Das ist zu schwer hier. Das ist jetzt schon so schwer mit diesen fetten Schellen da dran. Nee, das lohnt nicht. Das ist alles nur so halben Kram. Und ich fusche eh nur, rum. Und jetzt ist es noch schlimmer. Nee, 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 schraube ich wieder auseinander. So, Lochband ist um zu. Oben fixiere ich das mit einer Schraube. Ist allerdings alles sehr unangenehm zu bearbeiten. Müsste man, ja, hier, wie ihr seht, schwipp. Müsste man alles mit Edelstahl machen. Jetzt habe ich es erstmal so gemacht. Wie gesagt, das hier wird wieder der Prototyp mit dem Lochband, um zu gucken, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja. Jetzt schrauben wir das Ding eben zusammen. Ist auch immer lustig, ne? Alles aus Metall, sehr schön. Schnupp. Das geht schon mal nicht. So. Da haben wir die Knarre dran. Und dann geht's los. Wie gesagt, hiermit spannen wir oben das Teil. Ich hoffe, dass das auch so gespannt bleibt. Damit das nicht rausrutscht unten. Weil das Teil ist ja schließlich rund, ne? Unten. Also müssen wir ein bisschen Druck drauf machen. So. Zack. Das haben wir jetzt schon mal. Schön geschnitten habe ich mich überall. Hier habe ich mich geschnitten, da habe ich mich geschnitten, da habe ich mich geschnitten. Ja, das Blech ist extrem scharf, ist leider so. Genau das mache ich jetzt andersrum auch. Guck mal, hier haben wir noch einen Angelhaken vom Fischen. Scheiße. Das wäre auch schön gewesen, den in den Knochen zu haben. Da hat man auch richtig Spaß, das wieder rauszupulen. So, jetzt haben wir den zweiten dran. Die zweite Schraube dran. Das ist echt eine Prügelei, weil das ja eben, wie schon eben gesagt, alles aus Metall ist. Das fixieren wir jetzt auch. Dann muss ich mir noch überlegen, wie ich am besten das Seil darum umzukriege. Weil es natürlich alles extrem scharfkantig jetzt. Und ruckzuck hat man beim Fischen dann natürlich das Seil weg. Beziehungsweise das Seil durch. Und dann liegt der Magnet nämlich schön tief unten im Wasser. Und dann war es das nämlich erstmal. Also überlege ich mir das jetzt mal, wie ich den Spanngurt da vernünftig hinzukriege. Wie gesagt, das sind alles nur Prototypen hier und Tests. Aber ich finde das auch ganz interessant. Wer Scheiße nicht interessant findet, kann ruhig schreiben, kein Problem. Ich überlege mir jetzt, wie ich da am besten den Strick umzukriege, das Seil umzukriege. Und aber die Überlegungszeit hier will ich euch nicht auch noch filmen. Dann denkt ihr nachher noch, Gott, was soll der hier 1000 Minuten so ein Schwachsinn? Wartet ab. So, in dem Fall habe ich mich jetzt entschlossen, das Seil hier einfach so umzuzuwickeln. So. Wie ihr das seht. Aber so wie sich das jetzt schon anhört mit den scharfen Kanten, mache ich es lieber doppelt. Besser ist. Auf jeden Fall will ich das einmal im Kreis wickeln und dann spannen und nach oben hin rausholen. Weil das ist ja ein reiner Schleppmagnet. Und da ist das fast egal, in welche Richtung der das Dings guckt. Das Seil guckt. Wenn das hier rauskommt, ist egal. Oder da oder in der Mitte ist auch egal. Der wird ja eh nur reingeschmissen und durch den Schlick gezogen. So, einmal durchgezogen die ganze Geschichte. Knoten rein. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder einen guten Schleppmagneten. Ich will mal gucken, wie die Spannbänder hier halten. Wie schnell die brechen oder nicht brechen. Ich habe das ja schon mal ausprobiert, allerdings nicht mit solchem hier. Das ist ein wesentlich dickerer, also wesentlich dickerer Loch, ein wesentlich dickeres Lochband, so bla bla. Das wollen wir jetzt hier ein bisschen fixieren. Dann kommt da gleich. Kommt da gleich. Das neue Band dran. Das alte hat mir auch nicht so gut gefallen mit den ganzen Knoten, die ich da reingemacht hatte.
also finde ich doch nicht so gut, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Das Ding hier kommt daran, was richtig fett ist, 1,7 Tonnen zieht das, braucht man nicht, aber schon mal sicher. Jetzt werde ich erstmal hier das so knoten, dass man da eine Schlaufe reinmachen kann, dass man hier das einhaken kann, ne? Mit dem Schäkel. Zack. So, jetzt kann hier der Schäkel rein. So. Edelstahl, sehr schön. Damit man nicht diese scheiß Probleme schön zuschrauben, damit man den nicht verliert. Jetzt kommen hier noch ein, zwei Knoten rein und dann wickle ich das hier so hoch und wickel das mit Isolierband, damit ich das nicht verliere. So, drei Knoten sollen reichen. Isolierband holen, umwickeln. So, jetzt wollen wir das hier noch ein bisschen umwickeln mit Isolierband. Dann haben wir da noch mal ein bisschen mehr Sicherheit. Bevor das da rausflutscht, das dauert noch mal wieder eine ganze Ecke. Ja, das sind alles so Sachen, die man erstmal testen muss, ob es funktioniert oder nicht. Altbewährtes, natürlich auch cool, aber wie gesagt, erstmal testen. So, das haben wir jetzt auch fertig. Sprich, jetzt haben wir wieder einen neuen Testmagneten. Muss so gucken, wie lange die Dinger hier halten, die Lochbänder. Ob die nicht durch diese ganzen Bewegungen, durch diese vielen Bewegungen einfach brechen. Beziehungsweise, wie soll ich das Ding da festmachen? Man müsste hier in der Mitte wahrscheinlich so einen Schäkel gleich mit reinmachen in den Schrauben. Weil man wahrscheinlich das Problem jetzt hat, aber das werden wir ausprobieren, dass hier das Seil einfach durchscheuert durch das scharfe Lochband. Ne? Aber wie gesagt, wir testen ja noch. Aber eigentlich hätte man gleich hier oben drauf den Schäkel einfach mit reinmachen sollen. In diese Verschraubung. Oder? Was meint ihr? Ja, ich teste den jetzt erstmal. Morgen geht's wieder los. Morgen wird wieder gefischt. Seid gespannt. Mittwoch gibt es wieder ein Video. Ja, den anderen Test, den ich euch erzählt habe mit den Spanngurten, mit den Sicherheitsgurten hier. Guck mal her. Da bin ich heute von Pontius nach Pilatus gefahren, um diese alten Mistdinger zu besorgen. Und ich habe keine Idee, wie man die jetzt verwenden soll. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man die sichern soll oder wie man die da... Also ich habe da jetzt keinen Plan. Ich habe jetzt das mit den Schellen probiert da, mit den Seilschellen. Das ist einfach viel zu schwer, weil die werden einfach viel zu dick nachher. Theoretisch müsste man die nähen. Der Aufwand erscheint mir ein bisschen zu groß, weil ich nicht glaube, dass die so wesentlich mehr halten, als wie die Spanngurte, die ich da sonst dazu mache. Trotzdem, bei schlechtem Wetter oder scheiß Tagen, wenn man mal wirklich ganz viele Tage hat, wo man nicht fischen kann, da werde ich dann auf jeden Fall das ausprobieren und werde... ja, das mal machen. Ich werde da mal so ein paar andere Sachen ausprobieren. So, guckt ihr meine anderen Videos an, Klicks und Abos sind immer gern gesehen. Wie gesagt, den Zugtest mit dem neuen Magneten zeige ich euch dann beim anderen Mal. Adios, ciao, ciao, goodbye, bis zum nächsten Mal.